Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedfall mit mir, der Steffi Desardé. Ich habe das lange nicht gesagt, warum erzähle ich euch gerade oder gleich. Ich bin auch sehr aufgeregt gerade vor dieser Aufnahme. Wir haben unsere Begleitung dabei und es ist nachts, das heißt, man sieht nicht ganz so viel. Wir gehen mal kurz hier hinten ein Stück hin. Ich habe nämlich... da ist was zum Aufsammeln. Ich habe nämlich lange nicht... Ich sag ja immer, dass ich länger nicht in das Spiel hineingeschaut habe. Und diesmal ist es tatsächlich so, denn wir haben... Also es sind Monate. Wirklich Monate, wo ich das jetzt nicht gespielt habe. Ich bin komplett raus. Ich habe zwar die letzten zwei Folgen... jetzt vor der Aufnahme bearbeitet und geschnitten und gerendert. Das bedeutet, ich habe so leicht Ahnung, was wir so gemacht haben. Aber also so die ganze Spielmechanik und so drin bin ich da gar nicht mehr. Aber ich habe Bock weiterzumachen. Es war, war eine schwere Zeit, muss ich dazu sagen, jetzt die letzten Monate. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, weiterzukommen. Der Typ hier oben, der sieht danach aus, als würden wir ihn ansprechen können. Aber wir müssen auch... wir versuchen es. Oh, Pause, alles klar. Stimmt, hier konnte man nicht springen. Oh, ich muss mich auch an diese ganze... Ich muss mich daran erst wieder gewöhnen. Kann man dich anreden? Hallo? Nö. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Hier ist Kurt. Warum habe ich nur Kurt dabei? Wo ist Vasco? Achso, wir sollten irgendwas für ihn machen. Triff dich mit. Was stand da? Kann man ihn ansprechen? Nee, oder? Achso, hier. Triff dich mit der Gouverneurin Telema. Also Hintergrundgeräusche, wie immer durch Pfoten tapsen können, entstehen. Ihr kennt es. Oder solltet ihr noch kennen, wenn nicht, ja, habe ich es jetzt erwähnt. Ich habe nur Kurt dabei. Wo ist Vasco? Oder muss er stehen bleiben, weil ich hier mit jemandem reden muss? Wir gucken einfach mal. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Ich mag halt nicht im Dunkeln spielen, weil es bei dem Spiel wirklich dunkel ist. Ja, also man und durch YouTube wird alles ja immer noch weiter, noch viel dunkler irgendwie, die ganzen Aufnahmen, als sie eigentlich sind. Und, ja, schwierig. Dring in das Hafenamt ein. Okay, das ist Vasco. Und die Quest von Vasco müssen wir machen, damit wir ihn austauschen können gegen Siora, die andere, die wir noch getroffen haben. Denn wenn wir rausgehen aus der Stadt und in die Wildnis, ist es klug, sie dabei zu haben, glaube ich. Ich meine, mich da was erinnern zu können, aber ihr wisst ja, ich mit meiner Erinnerung. So, ich muss mal eben kurz gucken, der Hund. So, da wären wir wieder. Was wäre ein Stream von mir? Ach, ein Stream, sage ich schon. Eine Aufnahme von mir, wenn wir nicht direkt viele Unterbrechungen hätten. So, ich glaube, mit der da müssen wir reden, oder? Müssen wir einfach eindringen. Ja, das ist das Gebäude, wo wir rein müssen, oder? Nee, hier hinten. Besonderen ein... Ja, aber hier ist ja diese Frau... Und wieso sind Nebenquests hier blau markiert? Warte mal. Arbeiterkleidung. Müssen wir uns überhaupt umziehen? Ah, da war ja was mit der linken Maus. Ah, okay, hier. Wir sollten uns verkleiden. Okay, aber wir gehen jetzt trotzdem hier hinten lang. Irgendwo kann man, muss man hier klettern. So. Das tut mir leid. Diese Aufgabe müssen wir im Dunkeln verrichten. Tut mir wirklich leid. Das. Oha, war ich das? Ist es hier? Nee, um die Ecke müssen wir. Sollten wir speichern? Wieso sind hier alle tot? Das war ich doch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das war. Beim letzten Mal lebten die alle noch. Gucken wir gleich mal hier. Nee, hier ist nichts mehr. Ist hier ein Durchgang? Ja, aber ich glaube, da müssen wir... Nee, da müssen wir nicht. Alles klar. Aber vielleicht müssen wir fliehen oder sowas.
keine Ahnung. Ich habe lange nicht gespielt. Wartet mal, ich muss mal testen. Ah, das ist Schleichen, okay. Puh, okay. Finde den Schlüssel zum Hafenamt, das habe ich Oh. Ich erledige gerade Quests, die ich einfach nur aus purer Dummheit begehe. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, wir verwenden mal den, ja, wie soll ich sagen, wirklich schlau ausgetüftelten, naja, ihr wisst schon. Stiel Vascos persönliche Akte. Ehrlich, wir hätten da rein können. Ja. Die ist oben. Die ist oben. Ach du meine Güte. Oh, komme ich hier nicht weiter? Oh, ich hasse es, wenn es zu dunkel ist. Wieso sind denn die alle schon tot? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also beim Schneiden ist mir... Ich glaube nicht, dass ich hier alle getötet habe. Glaube ich nicht. Zumindest ist mir das beim Schneiden nicht aufgefallen. Ein anderer ist ja auch nicht so. Finde Vasco, um die Lage zu erörtern. Okay, das tun wir jetzt. Und ich freue mich auch schon, wenn wir bald wieder in die Wildnis können. Ich weiß, dass ich das hier nicht gewesen bin. Die sind alle tot, ganz komisch. So, jetzt. Wieder zurück. Oh, es wird, glaube ich, auch langsam hell. Was gut ist. Ich habe nämlich, also das ist doof im Dunkeln. Nee. War schön, ne? Gemacht irgendwie. So, jetzt müssen wir was finden, um die Lage zu erörtern. Ich ziehe mich aber erstmal wieder um. So. Ach so. Ach so, okay. Irgendwie geht gerade alles automatisch. Gab es ein Update oder sowas? So. Hallo, wer bist du denn? I was able to recover your file, Vasco. And nobody saw me. Wonderful. You did everything perfectly. So, let's see what this file can tell us. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes. I must admit that I had no idea they had given a son to the Nauts. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nauts care to admit. Vasco ist nett. So, sollen wir nochmal mit ihm reden? Desarde. Ja? Can I do anything for you? Hier, fragen wir mal, ne? Do you wish you were never given to the Nauts? How could I not be regretful? I never got to experience a mother's love or a lavish youth. Don't you have any happy memories? I do. Of course I do. For example, I remember the first time I climbed up the shrouds. The incredible view, the dizziness, the sensation of complete freedom. It was an unforgettable moment.
I can only imagine how you felt. But it sounds amazing. It was. I wouldn't trade that memory for all the gold in the world. Thank you, Desaide. You've given me a lot to think about. Did you want anything else? Had you ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene. And there was a time when a lot of them had to give a child to the Norns. I am certain that they would be very proud to see that their son is now a famous captain. I doubt it. Once we're taken away from our homes, we become anonymous. The nobility see the Norns as nothing more than a necessary evil. We are no longer their children. Did you want anything else? Ich weiß nicht, ob wir das in vorherigen Folgen schon gemacht haben. Wie gesagt, ich habe sehr lange nicht gespielt. Deswegen klicke ich jetzt drauf. How did you become a Nord? As you may have guessed, I am sea given. I was given to the Nords when I was a little child, for a reason I ignore. I think I was originally from the congregation, but I have no memory of my family. I took my first steps on the deck of a ship. That's all I can remember. Did you want anything else? I must leave you. So, ist er jetzt frei? So, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Zuhause. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das denn war. Hier, ne? Weil ich will nicht mehr im Dunkeln spielen, weil das bringt nichts. Ich habe das beim Rendern gesehen. Man sieht ja wirklich gar nichts. Ja, das ist alles super schön, aber ich glaube, wir haben dann in der draußen in der Natur wird es anders. Glaube ich zumindest. Ah ne, da war ja Schlösser knacken, ne? Da war ja was. So. So, die Siora müssen wir so. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was haben wir jetzt für Quests noch? Ja, das ist die neue Welt. Da müssen wir raus. Gelang ins Dorf, Verdrehs oder so ähnlich. Nebenquest. Das ist alles draußen. Die Notizen des Professors. Ja, auch draußen. Triff dich mit Ulan, dem Häuptling von Vignamri. Ist es nicht das, wo der eine Händler uns hinführen kann, wo wir dann mit müssen? Und wir konnten nicht, warte, bis Kurt Informationen über das Phantomregiment beschafft hat. Fortschritt in der Hauptquest. Das heißt, wir müssen die Hauptquest machen, damit diese hier vorangeht. Bedeutet wiederum, kann man das so nicht oder muss man das so? So. Aber die Karte nochmal. Ach ja. Erster Stock. Wir schlafen jetzt erstmal. Nee, gar nicht. Wir. Zusammenstellen. Genau. Vasco muss jetzt raus. Mik aus der Gruppe entfernen. Und Siora Gruppe bestätigen. So. Jetzt gehen wir noch mal kurz schlafen. Und dann gehen wir zu diesem. Der Häuptling wird. So. Morgendämmerung. Da. So, weil ich hab's geschnitten. Es ist ein wunderschönes Spiel, eine wunderschöne Grafik und wirklich detailgetreu. Und dann ist die Nacht so extrem duster geworden. Klar könnte ich das jetzt mit wer weiß was ändern, aber ja, so. Ich glaube, wir müssen mit Siora auch nochmal reden, ne, glaube ich. Erstmal muss ich gucken, wo das ist. Okay, wir gehen erstmal hier vorne. Stand ja so ein Händler. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da hin müssen. Jetzt müssen wir erstmal Siora kurz noch ansprechen. Onol Menawi, do you need something? Ah, okay, haben wir. I must leave you. See you later. Okay. Dann gehen wir jetzt zu diesem Typen. Oh, ich glaube, es ist Zeit, mal wieder zu speichern. Und gucken, ob wir jetzt raus können. Weil die meisten Sachen sind jetzt echt nur draußen, ne? Ne, Moment. Wir müssen, glaube ich, da lang.
So. Genau, zu dem da. Ah, Onol Menawi. I'm glad to see you again. I'm just passing through. Ach so, können wir gar nicht? Oh, ich dachte, der führt uns jetzt. So, dann wo müssen wir hin? Triff dich mit dem Häuptling. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt auch hier als erstes. Ja, guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Lagerhaus A hier hinten. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal da raus. Ich will jetzt endlich mal Natur und ein bisschen was erleben. Gekämpft habe ich ja auch noch nicht. Da muss ich auch noch wieder reinkommen. Wir hätten das jetzt hier mit dem hier machen können. Aber Schnellreise werde ich im Laufe der Zeit auf jeden Fall machen. Aber jetzt möchte ich da erstmal so durch. Wir waren ja hier schon mal. Habe ich ja alles schon gesehen. Da oben. Doch, da oben war ich auch. Ja. Und ansonsten gehen wir da lang. Da sehe ich doch schon den Ausgang. Kann man durchlaufen oder muss man es anklicken? Mal werden wir ja sehen. Ich habe es jetzt angeklickt. So. Ja, damit. Na, welche Reise? Reise dauert 12 Stunden. Ja. Ach so, man kann gar nicht dahin. Händlerlager. Während langer Reisen kannst du bei Lagern umherziehender Händler Halt machen. Dort kannst du Gegenstände kaufen oder verkaufen, deine Gefährten verwalten oder auf deine Truhe zugreifen. Der Werktisch ermöglicht es dir, deine Ausrüstung zu verbessern und Tränke herzustellen. Um in das nächste Gebiet zu gelangen, folge dem Pfad. Das tun wir doch. Also, hier ist praktisch unser, so wie unser Zuhause in der Stadt, ist das hier so eine Art Lager. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, wir müssen jetzt wirklich, guck mal, oh Gott. So, aber da der Händler hier ist, kann man was mit dem Lagerfeuer machen? Nein. Werktisch. Wieso habe ich hier eigentlich angezeigt? Hatte ich nicht einen Ring? Ach, den konnte ich schon tragen, okay. Ja gut, hier kann man dann wahrscheinlich schlafen. Nee, wo kann man denn schlafen? Gar nicht, oder was? Oh. So, ich kann fortsetzen, aber ich will erstmal hier sprechen. Ah, okay, der geht sofort kaufen. Nein. Nee. Nee. Habe ich hier noch was Besseres? Das könnte, aber ich... Nee, komm, wir gehen jetzt einfach weiter. Ich habe jetzt auch keine Lust hier großartig. So, weiter. 12 Stunden. Müsste es Abend sein. Nee. Hört ihr das? Da kamen wir her. Und dann... Oh Gott, seht ihr das Tier? So, hier ist was hier. Ach du meine Güte, hier kann man reisen. Hier kann man ebenfalls reisen. Und wir haben hier... Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen alles irgendwie abklappern. Ach, ich würde gerne mal so ein Tier probieren. Einfach mal, um zu gucken. Ich kann ja laden, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade... Oh, die gehen alle zusammen, aber geht doch eigentlich ganz gut. Ich weiß, man geht nicht hin und haut alles
kurz und klein, aber es ist ein Spiel und man braucht es. Man braucht es ja auch. Ey, wo ist denn der andere? Hier mitten im... Ne, da, oder? Oh, hier. Genau, alles nehmen. Huch. Wie war denn nochmal das Waffen weg? Oder macht ihr das schon alleine? Ja, keine Ahnung. So. Da waren wir, ich glaube, gehen wir erst hier hinten, dann dahin und dann hier zurück und da, oder was? Ja, mach ich so. Aber schön, ne? Ach, guck mal, die Ruinen. So geil, ne? Und hier ist hier was zum Plündern. Sollen wir mal was markieren, damit wir das sehen, wo wir hingehen? So, hier, ne? Oh, so kann man das sehen? Ja. Kann man die Blume pflücken? Nee. Fuchs, greift der Fuchs an? Ne, er rennt weg. Huch. Okay, da ist was. Ah, ich glaube, das müssen wir, Oh, die sind schon ein bisschen... Oh Gott. Schon wieder. Ist das die richtige Potion? Ach komm, aber hat doch funktioniert. Wenn auch mehr schlecht als recht. Aber irgendwie haben wir uns jetzt durchgeboxt. So. Wir haben... Okay, hier ist nichts. Hier der Baum. Boah, ich muss mich so an diese ganze Dingens gewöhnen. Ach, guck mal, den haben wir vergessen. So. Oh, schön, ne? Ist aber, ich glaube, Sonnenuntergang ist das schon. Ja, wir nehmen alles mit. Der Kumpel hat es nicht überlebt. So, kann man... Ach, sind hier zwei Wege? Wartet mal. Ist da unten denn irgendwas, oder? Nicht, dass wir was verpassen. Hier so ein bisschen. Nee, dachte, da könnte man auch dran. Ja, Moment. Wir haben... Hier ist noch ein Händler. Und da ist wieder was anderes. Wir gehen zum Händler. Und dann da. Minendorf. Oha. Da, ne? Ist das Minendorf dann, oder? Nee, da ist einfach nur so. Kann man hier schon sehen, wo es hingeht? Und hier ist abgesperrt, oder? Aber ich kann das wahrscheinlich wieder nicht öffnen. Doch, kann ich. Naja, immerhin, ne? Immerhin so ein bisschen. So. Da ist noch was. Wo ist denn der Händler? Da oben oder was? Das ist das Minendorf. Lagerbereich. Also okay. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Good grief. These are some unusual customers. Well, I have everything a miner could need. And everything anyone else could too.
Greetings, m'lady. It's a real pleasure to have a customer such as yourself. How may I help you? Wir unterhalten uns erstmal. I imagine that your customers are mostly miners. Yes. For this reason, I mostly sell supplies and tools. But as you can see, I have some other riches. I'm sure this village will eventually grow larger. Who knows? Maybe this alley will become more lively. Gucken, was er hat. Ich glaube, wir haben einfach nicht genug. Das ist alles zum Kaufen, ne? Nee. Wir verkaufen. Nee, das Angebot. Das, was ich habe, ist es das? Nein, das. Hier, verkaufen. Nein. Ach so, ich bin im... Hä? Okay, gucken wir das mal. Schwierig. Hier den Pastorenring. Den brauchen wir doch, glaube ich, gar nicht, weil wir haben ja den Erzbischofring. Ah nee, wir wollten ja gucken, ob wir die... Ob die Siora den gebrauchen kann, ne? Oh, hier Pastorenring. Steinnadel. Oh, das ist so schwierig. Trödel. Ich will nochmal hier verkaufen, dann bin ich auf jeden Fall in der richtigen, im richtigen Dingen drin. Ach, was habe ich zu verkaufen? Ja. Soldatenhandschuhe, ja. Arzthandschuhe. Machen wir auch mal weg. Ich weiß ja jetzt nicht wegen dem Gewicht, ne? Weiche alte Stiefel. Ich habe halt eben... Ja, ich denke mal, wir sind alle ganz gut ausgestattet erstmal, dass wir da jetzt nicht, wer weiß was. Arbeiterkleidung kann auch weg. Dass wir da jetzt nicht, wer weiß was brauchen. So an Waffen. Ja, der Pastorenring kann erstmal weg. Das ist verbessert. Ich habe halt magischen Schaden, ne? Und ja, das machen wir jetzt weg, wenn gut ist. Ja gut, Kurt, der hat ja einen Zweihänder, ne? Ist das auch ein Zweihänder? Das hier ist besser als das, was er jetzt hat? Rostiger Zweihänder. Oh, der kriegt das hier. Was kriegt der an? Nicht kompatibel mit diesem Charakter. Einzigartig. Zweihänder. Ah, schwierig, schwierig. Boah, alle werden mich jetzt hassen dafür, dass ich das getan habe. Aber wisst ihr was? Mir egal. So. Nee, sowas behalten wir nochmal. Sowas auch. Die Fallen. Trank halten wir. Ja, das andere. Ja, das behalten wir jetzt alles mal so. Gut. Dann sind wir zumindest schon mal gerüstet, ne? So, was haben wir hier denn noch? Wollen wir noch mit jemandem talken oder was? Da können wir nicht rein. Werktisch. Wartet mal, ich will jetzt erstmal kurz... So, der... Nee, Moment. Das wollte ich nicht. So, Hals hast du nicht. Das war's auch nicht. Deine Waffe hier. Schwere Einhandwaffen. Hä?
Habe ich jetzt das Ding ver... Hä? Der ist nur für mich? Hier. Nee, einander. Ja gut, aber wir lassen das jetzt. Egal. So. Oder ich habe das ausgerüstet gerade, ne, hier. Nee. Irgendwas mit Stachel, egal. So, wer bist du? Good day. What can I do for you? What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed. Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, I would say. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore. It doesn't come out of the ground by itself. Do you need anything else? Did you build this village? Not by myself, no. We did it. We have to sleep somewhere, you know. We don't have much here, and we'd sure like the place to prosper and grow. Maybe more miners will come. Then we'd start to attract all manner of merchants and craftsmen. Do you need anything else? Nö, I'm headed out. Goodbye. Das fragen wir jetzt auch nicht jeden Einzelnen, ne? Also, so wenn, also da, jetzt gehen wir ihn hier nochmal ansprechen. Your Excellency, it is an honor. Schön hier, ne? Überall, wo Leute sind. Wir gehen bestimmt in die Minen. Bestimmt. Hello, Your Excellency. Oh, hello. Kann man hier irgendwo schlafen? Your Excellency, such elegance. You really are honoring your uncle. Danke. Good day, Your Excellency. Ja, guten Tag. Sammeln. Mitteilung an die Bergleute. Dies ist ein Spendenaufruf. Der Mechanismus der alten Tür, die den Zugang zur Mine blockiert, wurde beschädigt. Wahrscheinlich von einem von uns. Wir bitten um zahlreiche Beteiligungen, damit wir die Ersatzteile, die uns der Händler für den Mechanismus mitgebracht hat, kaufen und wieder arbeiten können. Okay. Boah, das ist dunkel. So ein Mist. Was ist das? Ah, das ist die Mine, ne? Hier, gehen wir in unser... Ich schätze mal, das ist unser Lager hier. Gehen wir zurück und schlafen erstmal, wenn das unser Lager ist. So, hier ist die Mine. Da gehen wir dann später rein. Ich weiß jetzt natürlich... Jetzt ist blöd, wenn wir jetzt hier lang latschen. So. Selbstverständlich nehmen wir alles mit, was den Leuten so gehört. Ist ja klar. Wir erleichtern sie ja nur, ne? Das sind wieder Gegenstände, die weniger sind, die man, ja, ne? Also die Leute, wenn sie die brauchen das doch gar nicht jetzt hier. Und da, das ist nur wieder was zum, ja, wir erleichtern deren Alltag. Sie brauchen auf diese Dinge nicht mehr aufpassen. Ja, jemand hat gesagt, er soll das so sagen, glaube ich. So. Er weiß nicht, dass er uns gerade schon getroffen hat. Ne? Oh Mann, er schreckt mich doch nicht so. Natürlich nehmen wir alles mit, was so geht. So. Lagerbereich. Kann man jetzt hier Lager aufschlagen? Sehr schön. Schlafen. Du hast einen Lagerplatz entdeckt, dann wird jetzt auf deiner Karte eingetragen. Du kannst von hier aus eine Reise antreten oder diesen Ort im Reiseinterface als Ziel auswählen. Also Schnellreise, ne? Gefährten herbeirufen. Gut, genau das werden wir nämlich machen. Wir schlafen bis Morgendämmerung. So. Genau, oh, super. Ja, cool. Und wir gehen als nächstes definitiv in die Mine. Gucken, ob wir vorher da noch mit irgendjemandem noch reden können. Und ja, aber wie ihr schon an der Zeit und auch an dem Video sehen könnt, ist die Folge aber hier zu Ende.
Und das alles werden wir dann in der nächsten Folge machen, beziehungsweise ab der nächsten Folge, weil man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Ich mach's kurz. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.